Willkommen, liebe Trader, zur Freitagssession hier bei Tickmill mit dem Blick in die Märkte und wie avisiert auch schon im Laufe der Woche etwas Edukatives. Ich starte hier mal eine kleine Serie mit dem Thema Storybook, weil wir gerade crashartige Phasen an den Märkten haben und in dieser Art und Weise wie jetzt kommt das nicht so häufig vor und das Trading gleicht manchmal einem Drahtseilakt, wie wir das hier im Hintergrund auch sehen. Aus diesem Grund der zweite Teil heute ein bisschen im edukativen Bereich mit praktischen Ansätzen, wie man aus solchen Phasen wie jetzt die richtigen Dinge zieht, daraus lernt und für die Zukunft die Weichen richtig stellen kann. Das alles später mehr. Zuvor allerdings der Blick in Gold, britisches Pfund, japanisches Yen, Euro-Kan-Dollar, dann der Index-Schub, das heißt, wir gucken in die Indizes rein, wir schauen mal, wenn wir das zeitlich schaffen, auf den Euro, wir schauen noch auf das Öl und Fragen sind natürlich auch immer wieder gerne gesehen. Ich bekomme gerade auch die Bitte, Euro-US-Dollar zu beleuchten, hatte ich gerade gesagt, kommt auch mit rein. Also an dieser Stelle, die Tür ist offen, die Chats sind offen, wer Fragen hat, bitte einfach rein hier in die Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Dafür machen wir das, dafür bin ich da. Und es lohnt sich immer wieder, wenn wir auch die Bewegungen anschauen, die wir aus den Handelsideen in dieser Woche auch wieder ziehen konnten. Es macht einfach Spaß, das Trading, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld momentan ein wenig schwierig ist. Das zu der Vorausschau. Jetzt gucken wir noch auf den Risikohinweis. Den bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den heutigen Nachrichten. Genau wie an den anderen Tagen auch heute wieder der Hinweis. Alle Nachrichten um das Thema Corona, also jetzt nicht das Bier, wie der eine oder andere auf Facebook auch immer schon mal geschrieben hat, nein, den Virus, werden dazu genutzt, einfach die Märkte zu bewegen. Schlechte Nachrichten, gibt panische Abverkäufe, gibt es ein bisschen gute Nachrichten, gibt es mal etwas Erholung, so wie wir das heute Morgen auch an den Indizes so ein bisschen sehen. Nichtsdestotrotz, Marktnachrichten können die Kurse bewegen. Wir haben gestern gesehen, was die EZB im Euro gemacht hat. Schöner Druck nach unten. Das war sehr, sehr gut zum Trading, auch nutzbar. Von der Seite her muss man das schon immer sehen. Heute hier, 8 Uhr, gab es den Verbraucherpreisindex für Deutschland aus dem Monat Februar. Der ist besser als der Vormonat. Hier, die Prognose war auch 0,4. Steht im Februar auch bei 0,4. Ich bin gespannt, wie es im März wird, wenn wir wirklich aktuelle Daten zu der Phase während der Corona-Ausweitung hier in Europa bekommen. Und ein, was ist auch sehr, sehr wichtig, wir sehen, wie schnell in Italien der Virus sich ausbreitet. Ich will jetzt mal kein schwarzes Bild malen, aber wenn wir ähnliche Situationen bekommen wie in Italien, wird das noch deutlichere Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, als wir es jetzt schon haben. Müssen wir mal schauen, was die Indizes da machen und wie sich dann in diesen Phasen das Verbrauchervertrauen entwickeln wird. Ansonsten am heutigen Nachmittag noch ein paar interessante Informationen aus den USA. 13:30 geht es da los, Exportpreise, Importpreise. 15 Uhr gibt es dann die Uni-Michigan Konsumentenerwartung und das Verbrauchervertrauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sehen auch hier schon wichtige Anhaltspunkte. Schaut hier aus diesem Punkt, die Daten kommen aus dem Monat März. Die Vordaten sehen wir hier auch und die Erwartungen liegen deutlich, teils deutlich unter den vorhergehenden. Also die Prognosen sinken. Ich bin gespannt, was hier die Zahlen tatsächlich bringen. Am Abend dann, wie immer, die COT-Reports für diejenigen, die da drauf schauen, im Währungs- und Rohstoffbereich. Das Ganze dann hier ab 20.30 Uhr. Die kommen sonst immer 21.30 Uhr, aber wir haben ja noch den Zeitverschub an dieser Stelle. Das zu den Tagesnachrichten und wir bleiben mal kurz noch bei den Nachrichten und schauen auf die wichtigsten Termine dieser Woche, was wir bekommen haben. Wir sehen hier einiges an Notenbankinformationen und die Notenbanken versuchen momentan die Wirtschaft zu stützen. Wir gehen nachher im Storybook auch noch mal kurz darauf ein. Wir haben den Zinsentscheid der Bank of England bekommen und wenn ihr euch mal anschaut, was hier passiert, der vorherige Zinssatz war plus 0,75, es wurde um 50 Basispunkte auf 0,25 gesenkt.
Ja, das ist schon eine ordentliche Hausnummer hier an dieser Situation gewesen. Ansonsten am Mittwoch gab es noch die Rohöllagerbestände, hier auch massive Zunahme. Wir hatten eine Prognose als Zuwachs von 2,2 Millionen Barrel. Am Ende waren es eine Zunahme von 7,6. Also die Nachfrage ist schon, also der Markt ist deutlich gesättigt, kann man daraus sehen. Und das bringt uns eher in die Situation, dass der Markt wahrscheinlich ein bisschen Druck von oben bekommt, dass das Öl sozusagen weiter sinken könnte. Müssen wir mal schauen, was der Ölpreis da macht. Aktuell sind wir ja in dem Bereich, wo wir das Gap gerissen haben am Montag. Da hatten wir ja mehrfach drüber gesprochen. Ansonsten Donnerstag gab es den Erzeugerpreisindex aus den USA, auch deutlich schlechter als erwartet. Wir hatten im letzten Monat einen Zuwachs von 0,5, also im letzten Bericht für Januar. Jetzt im Februar war es ein Minus von 0,6. Das sind schon deutliche Bremsspuren hier. Bei uns in Deutschland gab es dann oder in Europa gab es dann die Zentralbanksitzung. Gut, an den Zinsen hat sich nichts geändert. Das war auch nicht zu erwarten. Aber was die Pressekonferenz gesagt hat, ist halt, dass die EZB Spalier bei Stange steht. Es wird massive Ausweitung des Anleihekaufprogramms geben, um sozusagen die Banken vor einer neuen Finanzkrise zu schützen. Warum ist das nötig? Auch dazu sage ich nachher noch ein paar Worte im zweiten Teil unserer heutigen Marktbesprechung. Und damit gehen wir rüber in die Charts und wir starten. Nein, wir starten jetzt nicht mit dem Währungspaar Euro-US-Dollar. Wir starten mit dem Währungspaar Euro-Kan-Dollar hier in diesem morgendlichen Briefing. Und zwar hier schauen wir uns das Ganze erst einmal auf der Tagesbasis an, beziehungsweise ich möchte kurz mal noch in den Wochenchart reingehen, nur um mal zu zeigen, was hier diese Woche passiert ist. Wir haben hier einen massiven Schub nach oben gehabt. Der Flash-Crash, den wir erlebt haben an den Märkten, hat ja viele Währungen getroffen, unter anderem halt auch das Währungspaar Euro-Kan-Dollar. Wir sehen es hier, was passiert ist. Das ist jetzt mal der Wochenchart hier. Der war zuletzt deutlich abwärts gerichtet. Und mit diesem massiven Schub nach oben sind wir halt über all diese letzten Korrekturhochs drüber gelaufen, haben also diesen letzten Abwärtstrend rausgenommen und auch diese wichtige Marke hier, das Hoch aus dem, wann war es gewesen, am Dezember 2018 rausgenommen. Wir hatten hier den Widerstand um die Marke von 1,564. Da ist das Spike High definitiv drüber gelaufen. Das aktuelle Wochenhoch haben wir liegen bei 1,5814 an dieser Stelle. Ich sehe gerade kurz die Info, das Bild groß machen. Ach, danke. Ich bin manchmal so im Redefluss, dass ich das immer vergesse. Jetzt ist es da. Olaf, ich danke dir für den kleinen Hinweis. Von der Seite her sollte jetzt der Chart gut zu sehen sein. Also, noch einmal hier. Ich zoome es mal kurz noch etwas näher ran. Das der Wochenchart vom Euro-Kan-Dollar. Hier die massive Dynamik hat alles rausgenommen vorher. Das Wochenhoch bei 1,5814, das habe ich hier oben mal markiert. Und wir sehen, wie die Wochenkerze ausschaut. Ja, und so sieht eine Abverkaufskerze aus. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt ein Abverkauf oder nicht? Und das, diese Frage wird uns entsprechend hier der Tageschart ein bisschen näher beleuchten. Warum? Ja, warum? Wir haben hier zwei schöne Marker da und der wichtigste Marker im Bezug auf sozusagen eine Ausweitung, einer Korrektur dieser starken Aufwärtsdynamik, den gibt uns hier der Außenstab vom Montag. Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. Doch, es ist der Montag. Nicht, dass ich jetzt hier einen falschen Tag nehme. Also hier, top, oben, na klar, das Wochenhoch und unten das Wochentief, beziehungsweise das ist jetzt nicht mehr das Wochentief, aber das Tief dieser Außenkerze. Und das haben wir hier liegen bei 1,5356. Und dieser Marker ist wichtig. Laufen wir hier runter, dann kriegen wir einen Komplettabverkauf der absoluten Wochendynamik. Das heißt, das ist dann definitiv eine Chance auf eine etwas tiefere Korrektur. Wir sehen es momentan, der Markt will immer mal von unten nach oben, aber immer wenn wir in diesen Widerstandsbereich hier oben kommen, um dieses alte Zwischenhoch, was ich gerade im Wochenchart gezeigt habe, bei 1,564, kriegt der Markt wieder eins von oben. Das heißt, da geht der Verkaufsdruck hoch und wir sehen das hier im Kleinen auch. Wir haben hier definitiv fallende Hochs und das ist das Interessante. Und deswegen blicken wir jetzt mal eben kurz in den Stundenchart, beziehungsweise man kann sich da gerne auch den 4-Stunden-Chart anschauen. Das Bild ist absolut das gleiche. Was jetzt hier an dieser Stelle wichtig ist, ich gehe mal kurz zurück in den Stundenchart, ist Folgendes. Schaut mal, wir haben jetzt hier eine massive Seitwärtsphase laufen, ne? Und da kann man sogar noch eine kleinere Begrenzung reinmachen. Wir haben ja das aktuelle Wochentief bzw. Montagstief der Außenkerze und die kleinere Begrenzung, die können wir gut und gerne hier unten um die 1,544 reinpacken, weil das immer wieder der Schwankungsbereich ist, in dem die Währung hin und her springt und nicht massiv drunter läuft. Der erste Versuch wurde direkt wieder aufgekauft. Aber jetzt kommt's.
Das wäre dann ein erster wichtiger Indiz, dass es tatsächlich runtergeht. Und zwar, wenn wir jetzt nach diesem ersten kleinen Ausbruch nach unten tatsächlich hier innerhalb dieser Range erst einmal ein niedrigeres Hoch bekommen. So, und dann, wenn sich das Ganze fortführt, dann haben wir die Chance für die Unterseite. Und zwar, das Bild, was dann hier entsprechend entsteht, ist dann das, dass wir hier nach diesem tieferen Hoch einen Schub nach unten bekommen und wir hier drunter laufen. Heißt also, wenn wir hier unter dieses Tief von gestern laufen, das haben wir liegen bei 1,52889. Ich hänge da mal kurz ein Schildchen dran. Ich mache auch mal ein großes Schildchen. Ich habe nämlich die Info bekommen, dass die kleinen Marker oft schlecht zu lesen sind. Deswegen versuche ich immer da, wo es möglich ist, auch große Marker zu lesen. Danke auch für den Hinweis. Heißt das also, wenn wir hier unten drunter durchlaufen, haben wir hier einen validen Abwärtstrend erstmal im Kleinen. Und das Bild kann uns dann relativ schnell dazu bringen, dass wir uns auf der Unterseite orientieren können. Und da haben wir hier mit Blick halt in den Stundentrend erst einmal natürlich die Lücke nach unten da in diesen alten Bruchbereich bei 1,52,1. Und wenn wir dann mal noch ein bisschen tiefer schauen, dann haben wir einen wichtigen Anlaufmarker und zwar hier unten die 1,47,9. Das ist bei diesem starken Aufwärtsschub, die kam hier, ein wichtiger Korrekturbereich hier unten in diesem Drehpunkt gewesen. Ansonsten im Kleinen, wenn wir uns mal an diesem Schub hier orientieren, hier an dieser Stelle, dann haben wir halt leichte Sammelbereiche. Die sind jetzt für mich nicht Priorität Nummer 1, nicht stark wichtig, aber es sind auf alle Fälle Anlaufpunkte, wo wir durchaus entweder Käufer finden können, die dann wieder das Ganze nach oben schieben oder die Dynamik runterbringen können. Also da ist es wichtig, die Lesweise zu halten, was passiert denn hier um diese Marken. Und das sind wichtige Planbereiche, deswegen auch immer mal noch untergeordnet die kleinen Dinge mit rein. Für die kurzfristigen Ansätze hier die Marke von 1,501 beziehungsweise hier unten die 1,49 auf dem Weg zum Tief hier unten aus diesem kleinen Korrekturbereich. Und dann haben wir hier noch einen Schwungbereich um die Marke. Wartet mal, da muss ich kurz in den Tageschart wieder zurückgehen. Hier, das ist dieses Ausbruchslevel, was wir hier hatten, als der Markt hier oben drüber gelaufen ist. Die 1,47 knapp 2, dieser Bereich, das ist der Schwungbereich, den wir hier gerade so ein bisschen in der Stunde gesehen haben. Schaut mal, hier ist er unten drauf gelaufen, nachdem er drüber gegangen ist, abgeprallt, nochmal getestet und dann nach oben gelaufen. Also so ein typischer W-förmiger Test dieser Unterstützung. Deswegen hat diese Unterstützung eine Berechtigung und liegt hier im Markt mit drinnen hier. Im Blick in das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar. Blicken wir weiter in den Währungen als nächstes auf das britische Pfund, japanische Yen. Auch schon oft auf der Uhr gehabt und momentan auch wieder ordentlich im Fokus der Anleger mit dynamischen Bewegungen, der Verortung an einem Unterstützungsbereich und einer ersten Gegenbewegung. Heißt also, schauen wir uns dieses Bild mal an. Hier, Abwärtstrend ist mittlerweile bestätigt. Die Dynamik war massiv. Hier kurz dazwischen halt, dann weiterer brutaler Schub nach unten. Das heißt, wenn wir uns mal das Bewegungspotenzial anschauen hierauf, das war eigentlich hier in diesem Bereich zu Ende. Zack, es ging aber deutlich tiefer nach einer kurzen Seitwärtsphase. Jetzt sind wir hier halt verortet in der Nähe dieses Tiefbereichs hier. Also das ist ein Korrekturbereich, ein Korrekturtief dieses vorangegangenen Abwärtstrends. Der ist natürlich rausgenommen worden. Ne? Hier hat sich im Vorfeld ein Abwärtstrend gebildet und der hat dann diesen alten Aufwärtstrend gleich mit gebrochen, in einem Rutsch sozusagen. Und da sind wir jetzt in die Nähe herangelaufen und jetzt scheint der Markt so ein bisschen eine Umkehr zu machen. Bevor wir jetzt in die kleinere Zeiteinheit reinschauen, kurz noch der Tipp für die mittelfristige Seite auf dem unteren Bereich. Ja, da haben wir unter der 1,304, wenn der Markt tatsächlich drunter schiebt, den nächsten Anlaufbereich hier am Jahrestief bei 1,26,6. Also das sind die Vorjahrestiefs, die wir hier drinnen liegen haben in diesem Bereich. Das ist schon massiv, noch Platz nach unten. Da kann man gut und gerne das Ganze auf der Uhr für den einen oder anderen Trade nutzen. Jetzt gehen wir mal in den kurzfristigen Bereich rein und dann schauen wir mal direkt hier auf die Situation in diesem untergeordneten Bereich hier. Wir haben den Schub nach oben. Ja, Anlaufbereiche haben wir auch schön auf der Oberseite, die finden wir im Tageschart übrigens auch noch drinnen. Dieser große Bruchbereich, dieser alte Verkaufsbereich hier um die 1,39,3, das ist mal, wenn die Dynamik nach oben bleibt, durchaus ein weiterer Anlaufpunkt. Ansonsten gucken wir uns die Anlaufpunkte mal kurz in der kleineren Zeiteinheit an, hier schön im Stundenchart zu sehen. Da muss ich mal ein bisschen zusammenraffen. Ich hoffe, das ist aber trotzdem noch ein bisschen erkennbar. Was wir hier haben, ist momentan, wir sehen es hier, weiterhin ein laufender Abwärtstrend. Hier sehen wir schön den Markt nach unten schwingen,
gleiche Phase wie immer im Abwärtstrend, fallende Hochpunkte, fallende Tiefpunkte, alles sehr, sehr schön. Und was jetzt interessant ist, was mal wirklich ein Start einer korrektiven Phase wäre, ist das, was wir hier unten sehen. Und zwar hier unten diese leichte Bodenbildung. Ich mache mal kurz die Trenderkennung raus hier, nochmal kurz angezeichnet, der größere Zeitrahmen und das an dieser Stelle hier. Was wir hier jetzt im kleinsten Bereich sehen, schaut mal hier, einmal Unterstützung, hier zweimal Unterstützung. Von der reinen Formation her, ganz klassisch, hier, wir sehen es, eine W-Formation an einem weit gelaufenen Abwärtstrend. Und das, ich zeichne die mal komplett ein, das könnte durchaus der Boden für eine Aufwärtsdynamik sein. Heißt also, wenn wir hier tatsächlich jetzt oben drüber schieben, dann haben wir hier einen kleinen Mini-Mini-Aufwärtstrend und der könnte dann durchaus für korrektive Phasen sorgen. Und das Ganze nach oben hin mit ranzunehmen, das sehen wir als Anlaufpunkt hier einfach mal ganz, ganz klassisch. Diesen Ausbruchsbereich hier oben, hier das, was wir hier unten drunter gehabt haben, erst war es die Unterstützung, dann sind wir drunter und dann war der Abverkauf perfekt, mehrfach auch getestet. Also das ist ein Widerstand um die Marke von 1,3714. Das wäre mal Anlaufpunkt nach oben. Bis dahin hier als Anlaufmarken im ganz kurzfristigen Bereich, weiß ja nicht, wie eng man das traden möchte, aber hier natürlich dieses Schwunglevel um die 1,34 zu liegen. Und dann haben wir hier noch ein paar kleine Hochs, die wir aus dem korrektiven Schub nach unten gehabt haben, hier um den Bereich von 1,365, 1,368 hier in diesem Bereich. Also da haben wir einiges liegen. Und sollte es der Markt tatsächlich schaffen, diesen wichtigen Staubereich, diesen alten Verkaufsbereich zu überwinden, dann können wir uns ein bisschen auf der Oberseite orientieren und da schalte ich einfach mal wieder um in den Tageschart und da liegt als nächstes dann sozusagen erst einmal hier dieses kleine Zwischenhoch, was wir hier drinnen haben, also hier diese Marke, die wir hier drin haben, kurzen Augenblick, jetzt, so, also dieser Bereich hier um die 1,387 beziehungsweise dann hier oben dieser Verkaufsbereich um die 1,393, das sind die Marker, die wir oben haben, wenn wir tatsächlich hier eine schöne Umkehr auf der Stundenbasis auch bekommen. Das zum britischen Pfund, japanischen Yen und dann schalten wir mal noch rüber in den Goldmarkt. Da kann ich momentan einfach nur mit dem Kopf schütteln. Es ist einfach irre, was hier zu sehen ist. Der Goldpreis war mal ein sicherer Hafen, aktuell weit gefehlt, kleine Taube. Das funktioniert momentan bei weitem nicht. Also von Sicherheit ist hier keine Spur. Der Markt steigt zwar im Aufwärtstrend an, aber aktuell wird immer wieder Cash gemacht, auch im Gold. Das zeigt uns, dass Gold nicht der sichere Hafen ist, wie man ihn eigentlich kennt, dass der Goldpreis in so unsicheren Zeiten eher steigt. Nein, er macht momentan 1:1 das, was die Aktienmärkte machen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, schaut mal, der DAX heute Morgen, hier unten sehen wir es, erholt. Es gibt eine Korrektur nach dem starken Abwärtsschwung. So, ja, das ist das Bild im DAX. Und was haben wir gerade hier gesehen? Gold. Wer sieht's? Abwärtsschub heute, oh wie Wunder. Aufwärtsschub. Das heißt, am Ende läuft der Goldpreis momentan relativ ähnlich zu den Aktienmärkten. Und das ist kein Bild für einen sicheren Hafen. Ein Bild für einen sicheren Hafen müsste anders ausschauen. Immer dann, wenn es an den Märkten crasht bei den Indizes, müsste der Goldpreis eigentlich steigen und umgekehrt. Das sehen wir momentan gar nicht. Aber für aktive Trader ist das Ganze trotzdem relativ interessant, weil wenn wir die Verortung uns richtig anschauen, kann man sich ja immer wieder auf die Lauer legen. Und ich habe es im Blog geschrieben, wir sind hier mittlerweile durch diesen starken Abverkauf der letzten vier Handelstage in einem Supportbereich angekommen, um die 1.561-Dollar-Marke. Der Support hat schon oft gehalten. Hier drüben wurde er getestet, hier wurde er getestet und hier hat er zum nächsten angesetzt, kurz drunter und wieder nach oben gelaufen. Das heißt, auf der Unterseite sind wir jetzt verortet in einem sehr, sehr starken Supportbereich. Hier im größeren Trendverlauf haben wir das aktuelle Trendtief bei 1.536 US-Dollar und dazwischen haben wir halt die Support-Level. Das obere habe ich gerade genannt. Das nächste, was hier noch mal zwischen liegt, haben wir hier liegen um die Marke von 1.548 US-Dollar. Das ist der untere Bereich und wir sehen es, hier unten wird momentan ein bisschen gekauft. Die Abwärtsspirale ist ja erstmal unterbrochen und wir schauen uns jetzt mal eben hier im Stundenchart an, was passiert. Wir sehen momentan nämlich ganz klar,
Hier also der Goldpreis abwärts gerichtet und jetzt schauen wir uns mal kurz den Lower Timeframe an und schaut mal, was hier passiert. Und das ist das Wichtige, was wir jetzt hier haben. Deswegen diese Lesweise, nicht einfach sagen, wir sind jetzt hier in einem Trendbruch drin und jetzt geht es wieder aufwärts, sondern richtig lesen. Hier schaut mal, das war die letzte Korrektur an dieser Stelle, das hier unten war das letzte Tief. So. Und was sich hier zwischendrin ergeben hat in der Bewegung war einfach, das war der Bewegungstrend, den wir hier haben. Und der ist jetzt rausgenommen worden, der ist gebrochen. Eine echte Erholung sieht aber so aus, dass wir hier oben drüber laufen. Über dieses Hoch müssen wir, dann ist nämlich dieser Abwärtstrend hier rausgenommen. Und das ist dann eine echte Erholung. Und bei den starken Volatilitäten, die wir im Gold haben, würde es mich nicht wundern, wenn der Markt das halt auch macht. Das heißt, an dieser Stelle haben wir durchaus ordentlich Potenzial zur Oberseite. Die hohen Volatilitäten bringen es halt momentan, dass wir sehr, sehr starke, weite Läufe haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Markt tatsächlich hier oben über diese, sag ich mal, Breite drüber fliegen möchte, dann tut er das und das gibt uns dann natürlich die Chance, die Oberseite weiter zu beleuchten. Das heißt, wenn wir hier einfach mal drüber rausgehen, also hier unten, hier über dieses wichtige Level, was wir da oben haben, knapp die 1613 Dollar Marke, dann haben wir Potenzial nach oben hin. Zum einen hier in diesen alten Ausbruchsbereich, wir sehen es hier, die 1642 US-Dollar Marke. Und dann können wir uns noch so ein bisschen an diesen kleinen Swing Highs beziehungsweise hier am letzten Korrekturhoch hier oben auch orientieren. Das heißt, mittelfristig, wenn die Korrektur wirklich tief laufen sollte beziehungsweise die Korrektur zum letzten Abwärtsschub, das ist ja dann die Umkehr, die wir hier sozusagen sehen würden auf der Tagesbasis, dann nimmt die Bewegung im Tag wieder Kurs auf den bestehenden Aufwärtstrend. Und das gibt dann deutlich Potenzial zur Oberseite. Ja, also wenn wir hier unten dann sozusagen hier den Auflauf sehen, der, ich mache das jetzt mal kurz in einer anderen Farbe, das Bild dann optimalerweise so gestaltet, wie ich das jetzt hier zeichne, dass wir tatsächlich hier irgendwie drüber laufen, im Optimalfall noch einen Trend machen und dann hier oben drüber laufen, dann haben wir das Umkehrsignal aus der tiefen Korrektur auf Tagesbasis. Also wir kommen dann sozusagen hier unten schön raus hier an dieser Stelle, hier ist das Tief, hier sind wir weit runtergelaufen und wenn jetzt die Umkehr kommt, das heißt diese heutige Tageskerze hier ein Umkehrsignal bietet und das bestätigt wird, dann sehen wir in der Stunde sozusagen hier den Aufwärtslauf, den Aufwärtsschub nach oben hin und das ist dann das, was wir brauchen und dann können wir uns schön zur Oberseite orientieren. Das heißt, dann haben wir wirklich die Anlaufpunkte, alter Ausbruchsbereich hier, die Antestung und dann die Swing Highs, die wir hier haben bei 1672 Zählern beziehungsweise hier oben bei 1000, was haben wir hier liegen, bei knapp 1690 Zählern und dann können wir schon wieder die Marke von 1703 ins Visier nehmen, wenn die Umkehr der Nachfrage wirklich passiert. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Passiert das nämlich nicht, dann laufen wir durchaus Gefahr, dass wir wieder nach unten laufen und der Goldpreis sozusagen hier die Richtung komplett dreht. Schwer vorstellbar, aber nichts ist unmöglich. Und wir erst einmal hier das aktuelle Trendtief testen bei 1536 Punkten. Und wenn das dann brechen sollte, dann ist der Weg nach unten frei. Also es bleibt hier spannend. Ansätze haben wir hier wie immer doch zur Genüge. Und damit schalten wir rüber zum Währungspaar Euro-US-Dollar. Da ist ja ordentlich Druck auf den Kessel gewesen. Schön nach unten gelaufen, den Trade konnten wir auch gut umsetzen, als der Bruch hier oben rauskam. Das heißt, ich zoome das mal ganz kurz rein, hier an dieser Stelle, also wenn wir uns das mal anschauen, ich habe das skizziert hier an dieser Stelle, guck mal hier oben, hatten wir die erste Gegenbewegung, das ist jetzt mal der 4-Stunden-Chart, ich gehe mal ganz kurz noch auf den Tageschart, damit wir die Verortung kennen. Das heißt, wenn wir den Tageschart uns mal anschauen, hier massiv dieser dynamische Schub nach oben und dann kam die Gegenbewegung und wir haben hier oben, man sieht es hier so ein bisschen an den Linien, die hier noch erkenntlich sind, hier in diesem Bereich haben wir die Umkehr bekommen und das sieht man schön im Stundentrend, schaut es euch an, das war die Umkehr und mit Trendentstehung sozusagen, also mit Unterschreiten dieses Tiefbereichs hier unten, ist der Abwärtstrend entstanden und das konnte man schön für einen Trade auf die Unterseite nutzen. Wir sehen es hier an dieser Stelle, kurzen Augenblick, ich mache das mal kurz weiter hier in der Zeichnung. Also wir haben hier einen schönen, validen Abwärtstrend auch in der Stunde am Laufen. Der Markt schlängelt sich schön nach unten. Ich zeichne den jetzt hier mal komplett fertig, damit die Lesweise auch passt. Das sind immer wieder schöne Bewegungen und Korrekturen und ich hatte es vorhin gesagt, gestern mit der Zentralbanksitzung kam ordentlich Dynamik in den Markt und der
ist ordentlich nach unten gelaufen. Wir waren hier im Tief deutlich unter der Marke von 1,11 und das, was wir hier momentan sehen, ist eine Korrektur und dieser alte Bruchbereich hier wird dann sozusagen zum Widerstand und wenn wir jetzt der Markt uns jetzt anzeigt, hier laufen wir wieder drunter. Wir sehen es schon skizziert hier von der automatischen Trenderkennung hier. Der Markt geht in die Abwärtsrichtung rein und wenn wir hier im kurzfristigen Bereich tatsächlich hier unten drunter laufen, dann bildet sich hier im Stundenchart wieder schön ein weiterer Abwärtstrend. Der läuft dann in Richtung dieses übergeordneten Stundenabwärtstrends und dann haben wir die Chance, zunächst erstmal hier unten wieder reinzulaufen in Richtung des Tiefs von gestern, leicht um die Marke von 1,105. Das, was wir hier unten gehabt haben, spannend, wie ich finde, hier, wenn es unten drunter geht. Ansonsten, wenn der Markt nicht fällt und hier oben drüber fliegt, dann haben wir Korrekturausweitung, dann bildet sich so ein kleiner Gegentrend. Anlaufpunkte hätten wir dann natürlich über dem Widerstandslevel hier oben an den Korrekturhochs, die wir haben, um die Marke von 1,1335 beziehungsweise hier oben dann die nächsten Korrekturhochs. Die kann man sich dann immer suchen. Da müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten, aber momentan, wie schon gesagt, schaut es eher so aus, als wenn der Euro weiter abverkauft wird. Untergeordnet läuft es schon wieder in Richtung abwärts und die wichtige Entscheidungsmarke, wie schon gesagt, hier unten die Marke von 1F6, 1F55, dieser Bereich ist wichtig, läuft es drunter, trennten wir tief in Richtung dieses Trends und da geht es dann auf Tagesbasis dann halt auch weiter nach unten und wie schon gesagt, wir haben hier deutlich Potenzial auch zur Überseite, solche massiven Übertreibungen werden häufig auch abgebaut und das ist übrigens eine der Strategien, die ich im zweiten Teil, also in der Phase, die wir jetzt machen, heute schaffen wir das zeitlich nicht, aber da werde ich einfach mal darauf eingehen, wie man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt und in den jetzigen Phasen sozusagen die richtigen Schlüsse zieht und wer das noch nicht weiß, wie man das Ganze macht, dafür gibt es heute den zweiten Teil und damit schalten wir mal rüber in den DAX und dann gucken wir mal noch eben auf den auf die US-Indizes. Wie schon gesagt, die Fragefelder sind hier offen. Wer möchte gerne die ein oder andere Frage noch in die Chats mit reinschreiben? Gucken wir hier uns den DAX an dieser Stelle mal genauer an. Hier sehen wir es. Wir hatten es ja gerade schon gesehen, der Markt hier deutlich nach unten gelaufen und heute zum Wochenabschluss nichts Ungewöhnliches, etwas Korrektur zum Anfang. Wir sehen es hier unten, der starke Schub nach unten, jetzt die Korrektur. Die Frage, die sich viele Händler hier stellen, ist denn jetzt schon ein Zeitpunkt gekommen, um wieder die Long-Richtung zu suchen? Das heißt, dass der Markt wieder nach oben läuft und wieder in Richtung der alten Hochs läuft. Das ist ja etwas, was viele Trader immer wieder beschäftigt und an dieser Stelle nehmen wir uns einfach mal den Chart hier ran und jetzt bitte nicht erschrecken, ich schalte jetzt mal in den Monatschart. So, und im Monatschart wird das Bild ganz klar, ganz deutlich, wie massiv hier der Abgabedruck ist an dieser Stelle. Und was wir halt auch sehen, ist, dass der Markt immer mal wieder bestimmte Anlaufbereiche sucht und diese zur, sage ich mal, zum Support auch nutzt. Das heißt, was wir hier unten sehen, ganz klar, die Marke, wo wir hier unten reingelaufen sind, in diesem Bereich, ich mache das mal ganz kurz als Support, natürlich hier in grün. Dieser Markenbereich, dieser Anlaufbereich hier unten, sehen wir, der Schwungbereich um die 9000 hier, um die 9100, 9000 bis 9400, dieser starke Schwungbereich, der hat hier auch wieder für Support gesorgt und hier könnte es durchaus auch mal noch ein bisschen entsprechend mit nach oben gehen, in die korrektive Phase rein. Anlaufpunkt hier wäre dieser Bruchbereich hier um die 10.000 knapp 300, also zwischen 10.2 und 10.3. Das könnte durchaus passieren, dass wir hier so einen starken Rücklauf bekommen. Wie schon gesagt, dieser Bereich hier oben, das ist das Tief gewesen, was wir hier im letzten Jahr, das Tief 2018 hier im Dezember 2018, als dann die schöne Aufwärtsdynamik angekommen ist. Das war das letzte große Kauflevel und das ist komplett abverkauft worden. Und dieses alte Kauflevel ist durch den Abverkauf jetzt natürlich zu einem Verkauflevel geworden. Und das ist definitiv jetzt mal der nächste Anlaufpunkt, wenn es eine korrektive Phase gibt, die Oberseite zu beleuchten. Dann haben wir hier in diesem Bereich um die 10.000 knapp 300 Punkte Marke den nächsten Widerstandsbereich auf der Uhr. Dazu sollten wir das Ganze natürlich nach oben laufen sehen. Und wir sehen hier momentan so ein bisschen die Verortung innerhalb dieses Supportbereiches, den ich gerade beleuchtet habe. Das heißt, hier könnte es durchaus etwas Korrektur geben. Bei den hohen Volatilitäten sind die Punktebereiche ja momentan durchaus machbar. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in der Stunde mal noch anschauen, hier ein bisschen noch zusammengerafft, dann sehen wir momentan,
dass wir hier definitiv etwas nach oben unterwegs sind, dass wir ein paar kleine Anlaufpunkte hier an dieser Stelle haben. Also hier schaut mal dieser kleine Zwischenzacken hier drüben, die Marke von 9581 Zähler. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Wenn wir da tatsächlich drüber laufen, nehmen wir hier auch diesen alten Verkaufsbereich mit ins Visier und dann könnte es durchaus hier ein Stückchen höher gehen im Rahmen der Korrektur. Das heißt, hier können wir uns so ein bisschen orientieren, auch an den kleinen Zwischenhochs, die wir gehabt haben. Hier die Marke von knapp unter 10.000 Punkten, hier 9.993. Und dann sind wir schon an diesem Bruchlevel, wo sich diese größere Dynamik hier abwärts entwickelt hat. Das heißt, dann stehen wir relativ schnell hier in diesem Ausbruchsbereich um die Marke von 10.250, 10.300 Punkte. Das ist im kurzfristigen Bereich erstmal drinnen. Wird dieser Bereich nachhaltig überschritten, dann können wir uns höher orientieren und zwar hier oben in diesem Schwungbereich, den ich in einem der Webinare schon mal beziffert hatte, also hier oben dieser Bereich um die Marke von 10.960 bis 10.000, was haben wir hier? 11.000, knapp 100 Punkte. Dieser Bereich ist durchaus anlaufbar auf der Oberseite. Dazu müssen wir allerdings erstmal wirklich eine nachhaltige Erholung bekommen und das Ganze ist fraglich, ob das aktuell passiert, aber es ist definitiv nicht ausgeschlossen hier bei uns im DAX zu sehen. Dann gucken wir noch mal kurz auf den US-Markt. Hier schauen wir uns mal kurz noch den Dow an. Auch beim Dow gehe ich eben noch mal kurz auf den Monatschart mit drauf, raff das mal ein bisschen zusammen. Einfach nur, damit wir mal sehen, wo wir stehen. Und hier auch hier Abverkauf, ganz, ganz wichtiger Marken. Hier, wir sehen es, wir haben hier in diesem Bereich um die 23.000 knapp 200 Punkte Marke, was mal ein Supportbereich gewesen ist. Den haben wir einfach unterschritten hier an dieser Stelle und wenn wir uns dieses gesamte Bild jetzt mal anschauen und sehen, wie weit der Markt nach unten auch noch Luft hat, dann ist hier unten viel, viel, viel Luft und der nächste größere Supportbereich, den wir hier in diesem Chart sehen, den haben wir mal hier unten in den Tiefs vom Juni bzw. November 2015 zu finden. Also da ist schon viel, viel Luft nach unten. Ich mache das auch hier grün als Support an dieser Stelle. Das heißt, da haben wir unten mal den Anlaufbereich, den Markerbereich hier. Ich klemme mal kurz noch ein Preischen dran. Also hier 15.600, 15.700 Punkte hier in diesem Bereich sind der nächste große Support-Anlaufbereich. Aber auch hier sehen wir momentan Erholung von den Tiefs. Wir sehen, wir hatten ja das aktuelle Tief hier im Monat um die Marke von 20.400 Punkten. In diesem Bereich und da wechsle ich jetzt mal wieder in den Chart rein und hier ist halt der Bereich, wo wir sehen, da gibt es momentan ein bisschen Korrektur. Wir sehen auch hier den Abwärtstrend, der ist jetzt hier auf Tagesbasis mal zu sehen hier. Das ist der Trend nach unten hin, der ist intakt und der ist jetzt halt ordentlich weit gelaufen und das, was wir hier sehen, ist lediglich eine korrektive Phase hier in diesem Bereich. Anlaufpunkte zur Oberseite, wie schon gesagt, gibt es auch, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen. Hier der Ausbruchsbereich wäre mal definitiv ein wichtiger Anlauf hier, das in diesem Bereich. Das heißt, das wäre mal im Tageschart der nächste große Widerstand, den es dann zu überwinden gilt, sollte es weiter nach oben laufen. Also hier ganz knapp hier drüben dieser Bereich um die 24.600 Punkte. Ansonsten hier gab es einen Verkaufsbereich, den sehen wir auch sehr, sehr schön im Stundenchart hier unten drinnen liegen. Wenn ich das mal etwas zusammenraffe, dieser Verkaufsbereich hier unten, das wäre hier diese Marke, als sich dieses Ganze nach unten hin fortgesetzt hat im kleinen Bereich. Also hier kurzen Augenblick, das müsste eine Linie sein. Nee, das ist keine Linie. Also hier diese Marke, dieser Bereich hier, der Ausbruchsbereich um die 23.400 Punkte Marke, die wären schon mal interessant. Das ist im Stundenchart ersichtlich der letzte Trendfortsetzungsbereich, wenn wir hier tatsächlich eine Korrekturausweitung zur Oberseite sehen. Und das Ganze, wie schon gesagt, dann hier in Richtung der 24.600 Punkte Marke. Und wenn die auch überschritten wird, dann haben wir mal eine tiefere Korrektur. Und der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier dieses alte Korrekturhoch, was wir haben, um den Punktebereich bei 27.400 Punkten hier. Das ist jetzt dann natürlich der Widerstand geworden. Also dieser Bereich hier oben, das wäre mal ein wichtiger Anlaufbereich zur Chartoberseite im Dow zum Wochenabschluss. Mal sehen, was die Märkte uns hier bringen. Das also zur
Vorausschau oder beziehungsweise zum Blick in die Charts. Damit machen wir mal eben noch den Rückblick, den Vorblick auf die Termine für die kommende Woche. Auch wichtig zu wissen, was da so kommt. Natürlich immer neben den ungeplanten Terminen zur aktuellen Situation. Wir kriegen nächste Woche die Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien am Dienstag. Wir bekommen den ZEW-Konjunkturbereich, also die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag aus den USA, die Einzelhandelsumsätze und die JOLTS-Stellenangebot hier in diesem Bereich. Mittwoch gibt es dann aus der EU den Verbraucherpreisindex, dann die Baugenehmigung aus den USA und wieder den Ölbereich, dann aus den USA die FOMC-Wirtschaftsprojektionen, den Zinsentscheid der FED. Also nächste Woche Mittwoch ist definitiv FED-Tag und aus Neuseeland. Deswegen, weil wir Neuseeland immer mal hier an dieser Stelle wieder besprochen haben, auch da das immer mal so ein bisschen mit drinnen, bekommen wir das Bruttoinlandsprodukt auch am Mittwoch und am Donnerstag gibt es dann in Australien die Veränderung der Erwerbstätigenzahl. Das wiederum ein sehr, sehr starker Marker und am Nachmittag dann um 13.30 Uhr den Philly Fed Herstellungsindex und am Freitag aus den USA einen Einblick in den Häusermarkt, die Verkäufe bestehender Häuser. Das Ganze hier an dieser Stelle und damit blicken wir jetzt auf den zweiten.